Recht herzlich willkommen zu Ich und der Wald. Im Winter ist es still im Wald. Alles ist von Schnee bedeckt. Tiere sind ausgewandert oder halten Winterschlaf. Wohin man auch blickt, keine Spur von Leben, nirgends. Selbst im Moos ist nichts los. Die Spinnentiere haben ihre Arbeit eingestellt und sich zur Ruhe begeben. Die Bäume haben ihre Funktion als Sauerstoffspender abgelegt und sind nunmehr nutzlos. Mehr noch, ihre vom Wind und Wetter geknickten Stämme muten oftmals gar bedrohlich an. Der Wald ist zu nichts Nütze. So scheint es. Aber entspricht dies auch der Wahrheit? Damit die Baumleichen keinen Wandersmann mehr erschrecken können, werden sie abtransportiert auf eigens geschlagenen Schneisen und einem neuen Daseinszweck zugeführt. Im Brennofen der heimischen Wohnstube sorgen sie für wohlige Wärme an kalten Wintertagen. Des Weiteren werden aus ihnen Spielmaterialien zur Erfreuung der Kinder hergestellt. Meine lieben Fernsehzuschauer, es ist uns ferner Brauch geworden, an Wintertagen, wenn es draußen im Walde ungemütlich geworden ist, Teile des Waldes zu uns nach Hause zu holen. In der guten Stube passt sich der Baum an unseren Geschmack an und trägt prächtiges Schmuckwerk zur Schau. Aus diesem gelebten Brauch entwickelte sich eine florierende Wirtschaft, die für zahllose Arbeitsplätze sorgt. Ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Ich und der Wald.